Professor Bhakti muss ich Ihnen wahrscheinlich nicht vorstellen. Ich hatte vor kurzem Gelegenheit, mit ihm über sein neuestes Buch zu sprechen, Der Weg der Wahrheit. Gerade was die LKI-Files angeht, gibt es jetzt Bewegung. Und zwar angestoßen von zwei Anwälten wird jetzt eine quasi Musteranzeige ist jetzt vorbereitet worden. Und Herr Bhakti, vielleicht können Sie das ein bisschen ausführen, um was es da geht. Der Anwalt Hingerl und Müller, die beiden haben da auch, ich glaube, in Kooperation mit Ihnen diese ganze Aktion mit auf den Weg gebracht. Ja, lieber Herr Stein, es ging von unserem Interview aus, unserem ersten, ja. Ach, das war Da der habe Anstoß, ich Ihnen ja, das war der ja, Anstoß dazu. da habe ich ja Ihnen gesagt, dass aus meiner Sicht jetzt die Sache völlig klar ist, dass diese Impfung ein Verbrechen war. Und ich habe Sie gefragt, kann man eigentlich eine Strafanzeige erstellen? Und dann haben sie gesagt, ja, jetzt ist die Zeit gekommen, wo man das machen kann, weil es klar ist, dass diese Punkte niemals, dass die Geimpften niemals diese Informationen bekommen haben von den Impfärzten. Und deswegen sind die Impfärzte jetzt dran. Sie haben ihre Aufklärungspflicht nicht erfüllt. Sie konnten sie auch nicht erfüllen, weil sie das alles nicht gewusst haben. Aber das ist keine Entschuldigung. Ja, wenn man Gift spritzt und es ist bekannt, dass das Zeug giftig ist, dann begeht man ein Verbrechen. Ja, und wenn man das nicht weiß, dann hat man sich tunlichst zu informieren. Man kann nicht etwas spritzen, was man nicht kennt. Wir haben sogar an die Ärzteschaft, unser Verein MWGFD, ja, wir, unser Verein, haben an die Ärzte geschrieben und sie aufmerksam gemacht. Das war 2021. Das Leute, passt bloß auf. Er macht euch strafbar. Ja? Ja, wir waren mal gemeinnützig, unser Verein. Die Gemeinnützigkeit ist uns aberkannt worden. Können Sie sich das vorstellen? Wir haben versucht, Menschenleben zu retten. Das ist das Buch von Professor Francis Boyle. Professor Francis Boyle ist einer der ja, bekanntesten amerikanischen Juristen. Und er hat das Biowaffengesetz der USA geschrieben. Dieses Gesetz ist unterschrieben worden von Bush und ist durch, ist gültig. Und diese Francis Boyle hat eine eidesstattliche Erklärung abgegeben, und zwar vor ungefähr 6 Wochen, für die ganze Welt, in der steht, dass diese Covid-19-Impfstoffe, die Impfstoffe, nicht das Virus, die Kriterien erfüllen von Biowaffen. Das heißt, wenn man sie spritzt, spritzt man Massenvernichtungswaffen in den Körper. Das müsst ihr wirklich verstehen. Diese eidesstattliche Erklärung ist im Internet jederzeit herunterzuladen. Und wenn das nicht ausreicht jetzt, Leute, dass ihr mal eine Kehrtwende macht und aufhört, das Zeug zu spritzen, dann seid ihr nicht mehr zu retten. Jetzt möchte ich auch sagen, warum dieses Buch so wichtig ist für mich. Erstens, weil dadurch mein Strafverfahren natürlich besser laufen wird für mich. Aber zweitens, weil dieses Buch, so kurz wie es ist, all das zusammenfasst, was der Laie wissen muss, warum diese Impfung gestoppt werden muss. Das ist erklärt, ja, zusammengefasst. Deswegen ist das letzte Buch für mich das Wichtigste. Denn in 30 Seiten hat jeder das verstanden, was die Gefahr ist, diese Impfung. Ja. Und ich habe Angst. Ich habe richtig Angst, dass die Impfung nicht gestoppt wird. Und wenn viele Länder, viele Nationen das lesen, dann kann eine weltweite Bewegung entstehen. Und das ist notwendig, denn die Globalisten agieren weltweit.